Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Starbound. Mit dabei der vierte Let's Player. Und ja, wir haben uns schön verloren. Ich musste mich wieder nach oben teleportieren. Jetzt haut aber alles wieder hin. War in der letzten Folge nicht so ganz der tolle Abgang. Und ja, jetzt versuchen wir einfach mal wieder runter zu gehen zum Daniel. Oh, ich bin tot. Ich bin vorhin an genau derselben Stelle runtergesprungen und war nicht tot. Ich hatte noch viertelste Energie gehabt. Leben. Okay. Wir sind schon wieder hier im Kampf. Bomben! Ah, scheiße, das hat gerade so überlebt. Mietz! So, ab nach unten. Wir brauchen noch 20 von den Kork-Dingern hier, oder was war das? Waren Core Fragments. Oh genau. Mann. Ich laufe einfach mal jetzt noch ein Stück auf an der Oberfläche rum und suche einfach mal irgendwie einen anderen Weg nach unten. Ja. Okay. Ja, genau. Alter, boah, ich wäre jetzt an der Oberfläche wäre ich wieder kalt gemacht hier. So. Und ich probiere mich hier weiter nach unten zu bauen, was sehr schwierig wird ohne Fackeln. Kannst du hier keine machen? Nee, ich habe kein Holz dabei. Kupfer, Eisen, nimm mal alles ein wenig mit. So, ich mach mal hier fix noch. Ich krieg immer nur einen Weizensamen raus, Alter. Sollen die. Also, wir müssen wahrscheinlich die anderen Samen sammeln. Jetzt hat hier natürlich irgend so ein Vollhonk Bäume hergestellt. Okay. Bin hier wieder bei so einer komischen Welt. Das ist so ein kleines. Fackeln. Kann ich überhaupt noch Fackeln machen? Das ist mal so eine Frage. Ja, Torch. Kann ich 85 machen. Schön für dich. Wir machen aber mal nur 40, so. Wie weit muss man dafür runter? Weil ich möchte gerade gar nicht wissen, wie weit hier unten ich schon bin. Ah, jetzt habe ich 173. Was? What? Na gut, auch nicht schlecht. So, wir laufen jetzt mal ein bisschen über den Planeten drüber hier. Oh, ich denke mal, da werden wir mehr kämpfen als alles andere. Oh, wow, er hat was angepflanzt. 2 Weizen. Immerhin. Niedlich. Ich habe ein Venom-Sample bekommen gerade. Was macht das? Warte mal. Venom-Sample. Can be used for grafting. Okay. Boah, die grauen Viecher, die ihre Matte nach oben reißen, wenn sie auf dich zurennen, die sind voll assi. Bin so froh, dass ich dieses Schwert habe. Was ist das denn? Hier ist doch nichts. Sah bloß so mysteriös aus. Boah, die Musik. Was ist das denn? Was denn? Ist das Lava? Hier in der Erde sind lauter glühende Blöcke. Okay. Keine Ahnung, ich hab's schon lange nicht gespielt. Was haben wir denn hier? Ein Dach, ein Häuschen. Oh, hier kann ich mich hinsetzen. Das ist auch sehr schön. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht treffen wir ja noch auf Zivilisation. Du wirst es nicht wissen. Was hast denn du? Core Fragment. Wie viel? Das leuchtende Zeug ist Core Fragment. Und das sind Hülle und Fülle. Ja, dann bau ab, dann sehen wir uns hier oben wieder. Ich habe einen Brunnen gefunden. Ja, musste reinspringen, ist witzig. Du überlebst es normalerweise. Also ich habe jetzt beim Singleplayer wegen gespielt, dass ich wegen reinkomme ins Spiel. Und da habe ich auch einen Brunnen gefunden. Und da bin ich einfach mal so auf gut Glück runtergehupft und da unten war dann Wasser. Tatsache, wo ich dann es überlebt habe.
den Ball. Ich werde mich mal langsam nach unten tasten. No risk, no fun. Ja, aber nicht wieder. Ich bin jetzt schon zweimal gestorben. Okay. Ja gut, ich bin auch schon zweimal gestorben. Boah, hier leuchtet alles. Das sieht so Hammer aus. Schade, dass du das nicht siehst. Oh, du kannst es doch sehen, da ich aufnehme. Was? Du hast einen YouTube-Channel? Ja. Ja, ohne Scherz. Schau doch mal rein. Das 4 Let's Play freut sich über neue Zuschauer. Sei auch du einer davon. Ach nee, nicht schon wieder so ein Vieh. Ach nee. So ganz schön zum Abbauen. Alter, jetzt komme ich hier nicht weg und das Vieh. Oh Mann. Alter, hier. Okay, ich höre jetzt bald auf zum Leuchten. Jetzt wird es hier dann wahrscheinlich stockdunkel sein. Boah, die Musik ist schon ein wenig beängstigend hier unten. Ach, hier oben ist schöne, ruhige Musik. Ja, und hier ist Lava. So sieht Lava aus. Oh, ganz toll. Alter, schau doch schon wieder so ein Flummi-Ding. Das ist gerade hier so geil, aber warum fliegen hier Totenschädel runter von der Erde, von der Decken? Ja, die wollen dich auf irgendwas darauf hinweisen. Ich würde mir Gedanken machen. You are not alone here. Was? Sorry, I don't understand you. Ach. Boah, die Viecher gehen mir voll auf die Bömse. Bömse. Ja, ich hab's. So. Awesome. Now my ship's sail can repair. Hast du 40 Stück? Nö, 20. Ich habe aber hier noch einiges, wo ich abbauen kann. Das dauert bloß ein bisschen. Weil ich glaube, ich müsste ja sonst wieder extra runter. Viel Spaß. Oh shit, oh shit, oh shit. Mann ey, an der Oberfläche hat man aber auch ganz schön zu kämpfen. Also hier bei der Lava ist es schön. Oh, ich bin schon so gespannt, wenn wir dann auf einen anderen Planeten können. Ja, mit noch gefährlicheren Viechern. Ja, oder vielleicht ganz lieben. Ganz liebe Viecher. Ich habe einen Schlafsack gefunden. Oh, cool. Stimmt, Betten haben wir auch noch keine. So, erstmal eine Runde pennen. Das Zeichen hier oben ist auch ganz toll, wenn man pennt. Was, da oben kann ich nicht in Ruhe schlafen. Oh. So, gucken wir mal weiter hier. Boah, diese Flummi-Dinger, ich hasse sie. Pixel nehme ich erstmal nicht mit, weil ich weiß ja noch nicht wofür. Pixel sind nicht die, sind doch die Währung. Ja, aber für was? Ich glaube, es gibt auch Raum, dass ich dann was kaufen kann. Ja, ja. Das dauert noch. Ich habe 1088 Pixel. 637, naja, ich bin ja zweimal gestorben, da verliert man ja immer was. Wie viel Hammer? 41. Oh, sehr schön. So. Jetzt ab in die Lava oder wie?
Nee, normal hoch, oder? Normal hoch, soll ich es probieren? Zeig doch mal deinen Zuschauern ein bisschen dein Können. Okay, das wird jetzt schwierig. Warte mal, wie funktionieren die Dinger? Ich hätte mir vielleicht ein Zeichen machen sollen, wann der Planet umrundet ist. Ha! Dann kommen wir ganz einfach nach oben. Das ist ja easy. Wie denn? Mit dem... Warum sind die jetzt weg? Oh! Ein Haus, wo jemand drin schläft. Okay. Mit Spinnrad, Bierfass. Eine Truhe hat er nicht, aber wir gucken mal in den seinen Schrank rein. Naja, immerhin. Drei Kornseeds und Copperohr. Hey, Pisces, Wormships, many goods, human. Alter. Ist da sonst noch irgendwas Außergewöhnliches? Nö. Schade, dass das nur ein Haus war. Oh, fuck. Oh, fuck. Was los? Ich bin gleich tot. Was nochmal? Ich jetzt gerade gar nicht. Und ich bin nass. Hä? Wieso kommt denn hier Wasser raus? Ich glaube, der hat irgendwo ein Leck im Dach. Oh der Typ. Sein Haus läuft voll mit Wasser. Das ist ja lustig. Steigt immer weiter. Was ist bei dir los? Ich wurde von unterirdischen Haien angegriffen. Okay. Naja, muss man auch mal ausprobieren, oder? Ah, jetzt hat's gerade geleckt. Wir schwingen uns in die Freiheit. Nein! Wenn es dann jetzt. Wenn man es drauf hat. Ja, wenn man es drauf. Ich fühle mich gerade wie Spider-Man. Spider-Pick, Spider-Pick. So Leute, wundert euch nicht, dass ich immer noch den schwarzen Rand hab, ich krieg's nicht hin. So. Ah, jetzt leckt's gerade wieder ein bisschen. Oh, ein Lager. Oh, hier ist eine Tussi. Was haben wir denn hier? Scheiße. Mich total verlaufen. Ey, Tussi. Was? Feel free? Ah, jetzt sagt sie wieder was anderes. Okay. Mal schauen, ob wir hier noch in dieser Folge hochkommen. Nein! Oh Gott. So, hier Holz können wir ja eigentlich mitnehmen, ne? So, Stein. Holz. So, was hängt denn hier? Das nehmen wir erstmal alles mit. Traveler's Meter. Okay. Was sind das für Fledermäuse, Alter? Die haben aber eine lange Zunge. Hier ist noch eine Kiste. Natürlich mit.
Oh, scheint ja ein größeres Lager zu sein hier. Oh. Fackeln. Oh, mal einfach mal Fackeln gefunden. So, Laternen. Wenn ich wüsste, wie tief ich bin. Das Vieh entdeckt mich jetzt natürlich, oder? Nee. Ich muss da runter. Da sind alles voller Kisten hier noch. So, jetzt kommen unsere Flummis natürlich wieder hoch. Oder auch nicht. Ah. So, sehr schön. Natürlich erstmal alles mit. Wir brauchen am Anfang einfach alles. Das ist so ein Giftspucker. Ah, Scheibengläser. Ach, verdammt. Okay. Ich muss mich mal kurz einbauen. Ich muss nämlich mal kurz aus dem Bild verschwinden. Geht leider nicht anders. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Pass auf uns auf, ja? Ja, das ist schwierig hier unten. Oh Gott. So, wo führt uns... Okay. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht der schnellste Weg, aber der schnellste, um da wieder rauszukommen, hoffe ich jetzt mal. So, und ihr seht da irgendwas von dieser Höhle, wunderschönen Höhle. So, und die Höhle ist weg. Wir sehen nichts mehr. Wie weit unten ich bin, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir das, was wir brauchen. Opa! Jetzt. So, mal schauen, wie weit wir noch nach oben müssen. Und dann bin ich mal gespannt, was unser Sven alles so Schönes entdeckt hat. Oder schon wieder angestellt hat in unserer kleinen Behausung. Nur in seiner Kellerwohnung. Ja, du nervst mich jetzt mal nicht. Da, viel Spaß damit. Reck. Komm her. Ja. Habe ich dich. So ein bisschen Kupfer nehmen wir noch mit. Weil wir es einfach können. Mhm, Sand. Hier geht's nach oben. So. Und hier ist eine Kiste. Da war noch keiner dran. Bandagen. Hoppa. So, dann schauen wir mal hier. Mal hier irgendwie hochkommen. Hier haben wir was. Wie hoch? Das sind unsere Fackeln.
Ich bin gerettet. Wir sind gerettet. Ja. Wir sind gerettet. So. Und wir machen uns wieder unseren schönen Gang hier nach oben. Ah, wer muss hier schon sterben, um mal wieder rauszukommen? Wir nicht. Was bist denn du jetzt von mir? So, was machst du? Sterben. Okay, also was Edles. Ja, er ist runtergefallen. Ich war nämlich gerade ein wenig gehangen. Hangman. Und da war das so ein Steinkloppen. Und der hat uns das ein wenig verdroschen. Okay. Aber die Gefahr ist gebannt. Wir sind bald da nach oben, wieder oben. Ich sehe schon Fackeln. Ja, aber ich werde jetzt auf jeden Fall hier unten das Vieh erstmal noch kalt machen. Da war ja noch so ein Spuckevieh. Boah, Alter. Hier ist ein Fliegeviech. Hier war doch noch so ein anderes Vieh. Ach komm. Alter, ich finde hier Fackeln, ne? Doch gut. Wo bin ich? Oh nein, es hat sich befreit. Oh nein. So, das lassen wir jetzt mal. Wir gucken jetzt mal hier runter und machen die erstmal. Oh, man sollte vielleicht erstmal seine Gesundheit wieder hochleveln. Wow. Möge das Alter, es hat geleckt. Ja, bei mir fängt es auch wieder das Ruckeln an. So, hier hat man ja vorhin schon reingeguckt. Hier, da, nimm das. Boah, Alter, die machen schon ganz schön Damage hier unten. Nein! So kurz vorm Ende. Was denn? Ich hab so ein Überraschungskiste geöffnet, sag ich mal. Ach. Warum machst du das? Das macht man ja auch nicht. Da, weil ich das schon so viel Kohle mal bekommen hab davon. Na gut, okay. Unsere Katze geht's noch gut. Okay. So, ich mach nur noch die Kisten hier und dann komme ich wieder hoch. Warum macht es ein Kaninchen? Was? Hä? Unsere Düsen zu reparieren. Ein Kaninchen? Ja, ein Kaninchen. Okay. Ja, oh, nee, Mann. Also das müssen wir schon alles mitnehmen hier. Das können wir auf keinen Fall liegen lassen. So. Ja, wir kommen zu unserer Katze. Warte, ich will auch. Minka. Was? Geil. Geil. Was denn? Können wir fliegen? Geil. Ja. Geil! Und wir sehen halt alles von dem Planeten. Die Gravitation, das Wetter, wie lang der Tag geht. Zeig mal her. Sieht aber noch nicht sehr repariert aus. Wir haben halt noch kein Benzin. Ja, du bist auf deinem Schiff. Ja. Ja. Ich muss ja meine Mission auch weiterführen. So, jetzt komme ich dann zu dir. Warte mal, kann ich noch was mit der Katze machen? Also. Ah, halt. Falsch. So, Tür auf, ich komme. Du weißt schon, dass es dann Probleme gibt, wenn wir auf Planeten fliegen wollen, auf andere. Oder wollen wir ein Schiff zurücklassen? Wir werden ein Schiff zurücklassen. Okay. Denke ich mal. So. Hallöchen. Hallöchen. Hier ist der Hüllnerkunde wieder zurück. Und hier sind deine 20. So sieht es also aus. So, und das muss ich jetzt wo? Was? Hier, am der KI. Okay, Repair. Aha, ein Hase. Ja, und das Schiff. Wirst du staunen, wie das jetzt aussieht.
Upgrade. Können wir auch machen hier. Das Modul upgraden. Manipulator. Ich hab Manipulator. Haben wir ein Manipulator-Modul? Nee, hab ich nicht. Und wir können die Düsen immer noch nicht reparieren. Nee. Das fand ich ja auch erwähnt. Ja, das Schiff sieht schon mal ein bisschen ordentlich aus. So, was kommt hier? Ob ich da auf dem Sitz? Ja, ja. Willkommen. Oh, krass. Das ist echt geil. Oh, wir haben hier noch... Oh, mostly harmless. Forest, geil. Gleich nebenan. Ja, wir brauchen jetzt nur noch... ja, was brauchen wir jetzt? Free is a bird. Now that I can visit the planet within this solar system. Ah, wir können jetzt halt, die Systeme besuchen, die im gleichen System sind. Aber... will properly know more. Meat. Okay. Gut, dann so, gehen wir jetzt wieder runter. Und was die Katze 20 Erschius-Kristalls brauchen wir. Siehst du das? Ja, wenn du auf das Ding gehst, hier wo ich stehe. Achso, ja. From genau. Somewhere I can. So, ich gehe any of the planets in the star system. Ja, aber was benutzen wir als Benzin, als Full? Na, Kohle. Echt? Ja, Kohle. Dein Raumschiff fliegt mit Kohle. Ja. Na, du kannst dann später noch anderes Zeug, Brennstäbe und so klatschen. Okay. Heißt das, dass du jetzt halt auf einen anderen Planeten mal willst? Ja, wir können doch nicht auf einen anderen Planeten. Warum? Weil unsere Triebwerke noch nicht repariert sind. Der hat geschrieben, wir können auf Planeten... Now that can I visit the planets, wo in den Solarsystems sind. Ja, pass auf, dann gehen wir mal rüber. Worüber? Was jetzt, hä? Ja, komm hoch aufs Schiff, wenn du meinst, dass das geht. Fuel, warte mal hier. So, wie ging das? Wie kann man das da reinschmeißen? Nein, Alter, wir können nicht mit dem Schiff fliegen. Du musst ja hier an den... hinterm Sitz an den Computer. Und da musst du das Fuel reintun. Also ich drücke jetzt mal hier auf den Planeten. So. Go. Oh, doch, da fliegt hin. Hä? Aber du... Hä? Moment. Die Düsen gehen? Kannst du dich noch zu mir porten? Also die untersten drei Düsen gehen, hinten die nicht. Ja, das sind dann die... großen Düsen wahrscheinlich zum... großen Düsen? Ja, für die Installer. So. Okay, und was hat dieser Planet jetzt? Hat? Forest. Also... so, gucken wir mal. No planets... ach, so. Wetter. Sonnig, Regen, Starkregen. Regen mit Blitzen und Schnee. Die Tageslänge ist 14 Minuten. Ist 4000 groß. Und die Gravity ist mal... 1,025, also so 200 mehr als auf dem Planeten, also 200 mehr als auf dem Planeten vorher. Okay. So, aber bevor wir runtergehen, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Genau. Genau. Also Leute, schön, dass ihr reingeschaut habt. Hoffentlich sieht man sie wieder in der nächsten Folge, wenn es heißt Starbound bei verrückter erkundige Galaxie. War schön mit euch, war schön mit dir, Sven. Ja, danke, ich danke dir auch. War toll. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.